So, hi Freunde, hier ist wieder Sensel Survivor und ich begrüße euch auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ich war leider letzte Woche krank gewesen, konnte aber am Samstag dann schon wieder zocken, herauskam dann dieses Spiel. Wie es immer so ist, habe ich vergessen oder gerade in dem Moment nicht das Mikro und die Kamera angehabt. Versuche ich das nun nachträglich zu vertonen oder zu kommentieren. Draußen stürmt es gerade bei uns extrem. Ein schöner Moment, um das Video nochmal Revue passieren zu lassen und sich nochmal reinzuziehen. Es war keine High-Kill-Round, wie ihr sie kennt, für mich aber dennoch ein kleiner Erfolg, den ich ja gerne mit euch teilen möchte. War eine schöne Sache, ich habe endlich meine Barrieregrenze von 3 bis 4 Kills pro Solo-Runde überwunden. Daran bin ich immer gescheitert. Wie gesagt, erwartet nicht so viel, aber lustig ist es auf alle Fälle, denke ich. Und ich muss jetzt schon lachen, wenn ich wieder an meine glorreichen Baukünste denke. Aber wir gucken es uns am besten an und ich sag hin und wieder mal ein paar Worte dazu. So, hier war schon jemand. Der ist draußen. Ich wusste leider nicht genau wo. Oder besser gesagt, ich wollte dann nicht mich in den Kampf stürzen. Sollte er doch zu mir kommen. Oh, hat er schon seinen Geschützturm platziert und ballert erstmal wild in die Gegend. Kein Mensch weiß so richtig, was das sollte. Wahrscheinlich wollte er mich anlocken. Komm zurück, ich knall dich ab. So, Schildis reingezwitschert. Es ist da oben los. Der wurde wohl von den Geschützturmgeräuschen angelockt, oder was? War erst selber. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls ist er jetzt hinter mir her. Oh, und brennt mir eine aufs Fell. Nein! Und noch eine. Ein Glück. Tür zu. Ja, Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Man kennt das ja. Und da stürzt er rein. Ich glaube, er wollte unter die Rampe, wollte die editieren. Und mich dann killen. Sein Pech war bloß, ich stand mitten unter der Rampe und hatte dann das Glück, ihm den Gar auszumachen. Ja, schön. Das Medikit doch für was gut gewesen. Oh, unser Geschützturm-Freak sitzt immer noch da. Ja, ich komme doch schon. Ich hab's doch gehört. Wo ballert er hin? Oder ballert. Schießt. Nee. Ich hätte jetzt fast gedacht, er schießt auf die Loot Drops. Weil das war ja eine Aufgabe. Nach hinten weg. Schnell. Kurzen Schaden an der Kiste. Völlig sinnlos. Aber diesmal wollte ich ihn holen. Bisschen Munition mitnehmen, kann nie schaden. Ich habe ja bloß noch 15 Schrot. Da unten tobt er im Keller rum. Kein Mensch weiß, was er macht. Jetzt hat er die Schnauze voll und kommt hoch. Und ein Duell, was ich für mich entscheiden konnte. Sehr schön. Okay, volles Leben, volles Schild. Dann kann es ja weitergehen. Und wie es weitergehen wird. Fantastisch, fantastisch. Ich muss jetzt schon lachen, wenn ich dran denke. So, von links. Kommt ein Sportsfreund, der baut gleich. Kam es schon erstmal 60 abgezogen. Und hier baue ich los wie ein Geistesgestörter. Aber das wird noch was. Da war er schon drin. Ja, da hatte ich noch mal Glück gehabt. Und den Chuck-Chuck sehr schön. So, den wollte ich mir gleich in aller Ruhe auf dem Klo zu Gemüte führen.
Aber das sind schon Unholde in der Gegend, die einen. Ach nee, es ist die Umkleide. Es war gar nicht das Klo. Ich habe gedacht, ich bin aufs Klo gerannt. Und schon zündet er die Dynamitklumpen. Oh, hat mich doch noch erwischt. Schade. Ja, Bau. Eine Hektik. Da bricht bei mir immer die Hektik aus. Mein Sohn meint auch schon, ich bin noch so hektisch beim Bauen. Ist auch so. Ich kriege aber keine Ruhe rein. Ich weiß nicht, was ich machen muss. So, jetzt muss er zu mir kommen. Und da kommt er. Da kommt er schon, oder sie. Hä, hat er getrunken? Hat er sich gerade was. Hat er gerade sich was reingezogen? Sah so aus, oder? In aller Seelenruhe gönnt er sich erstmal. Die Mauer hätte ich, oder die Wand hätte ich noch weghacken müssen. Da hätte ich meine eigene hin platzieren sollen, aber. Und ich kann. Ich konnte in aller Ruhe nachladen. Jetzt hat er editiert. Jetzt lade ich wieder in Ruhe nach. Der war wahrscheinlich genauso aufgeregt wie ich. Und. Leider nicht so viel Glück gehabt wie ich. Okay. Wir nähern uns langsam der Endzone. Noch nicht ganz, aber langsam. Oh ja. Es kann nicht wahr sein. Alter. Was ist da los? Die Aim-Künstler unter sich, ich gehe ein. Da hat auch kaum jemand getroffen, oder? Das war. Ich weiß nicht, was in diesem Spiel los war, also. Habe ich noch nicht erlebt. Ja, die Fallschirme. Die finde ich eigentlich immer recht gut. Oh, hier Bob der Baumeister. Das, genau, das ist jetzt auch wieder herrlich. Seine Baukünste unter Beweis gestellt. Gleich geht's los hier. Zack, zack, die Rampe und verbaut. Da wird geschossen. Bam, ein Luftloch. Und wieder mich selbst. Alter, es ist eine sinnlose Scheiße. Ich kann das nicht. So, und dann bleibe ich lieber unten. Bin sowieso, hab sowieso Höhenangst. Von daher war es recht angenehm, auf Erden zu stehen. Und jetzt macht das ganz clever. Ich erwarte ihn vorne, dass er praktisch vorn über die Brüstung schaut und der Sack kommt hinten. Links um die Ecke und verpasst mir eine. Noch 22 HP. Ich hatte schon die Kreuze gemacht für mich. Oh, 11 HP. Das ist sagenhaft. Was macht er? Er editiert irgendwas. Und das war sein Ende. Er hätte schießen müssen. Puh. Wieder glücklich für mich ausgegangen. Tschatschak, habe ich getrunken. Ja, so, und jetzt geht's auch in die Endzone. Die war, glaube ich, etwas ungünstig für mich. Weil
Die beiden hatten da schon hinten High Ground. Ah, da auf den Turm links hätte ich auch gehen können. Den habe ich aber jetzt erst gesehen. Den hatte ich im Spiel nicht wahrgenommen. Ja, und den Sturm im Nacken. Und jetzt muss ich los. Und deswegen habe ich eigentlich immer gern noch Gleiter am Ende dabei. So, ja, wohin nun? Hier war guter Rat teuer. Und dann halt ab in die Hütte hier. Was sollte ich machen? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war mein Verstand eh schon weg. Das Einzige, was ich wusste, war noch, dass der Typ, wenn man sich die Zone anguckt, über mir auch moven musste. Er musste los. Und ich habe gehofft, dass er hier vorbeikommt und ich ihm dann den Rest geben kann. Oder er mir. Aber es kommt viel, viel besser. Er macht es mir richtig einfach. Das war ein schönes Ding, fand ich nett von ihm. Und hier war ich nur noch zombie-mäßig unterwegs. Was sollte das? Warum habe ich nicht einen Weg mir gebaut, der überdacht war? So wie hier, eigentlich hätte ich ein Dach bauen müssen, ich Idiot. Gut, war's gewesen. 7 Kills gemacht, hat mich trotzdem gefreut. War ein lustiges Spiel. Der Sieg sei ihm oder ihr gegönnt. Ich freue mich über das Spiel, hat mir Spaß gemacht, war ziemlich aufgeregt und ja, für den epischen hat es am Ende nicht gereicht. Aber falls euch das Video gefallen hat und so viel Spaß hattet wie ich, lasst mir ein Like da, ein Abo wäre nicht schlecht, würde ich mich immer freuen.